Mehr als 3 Wochen Shutdown. So lange hat noch kein Haushaltsstillstand in den USA gedauert und ein Ende ist nicht in Sicht. Solange der Streit zwischen US-Präsident Donald Trump und den oppositionellen Demokraten um den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko nicht gelöst ist, müssen weiter 800.000 Staatsbedienstete auf ihre Gehaltschecks warten. Bei den Betroffenen wächst die Wut. Trump sagt, es geht um die Grenzsicherheit. Er sagt, es geht um eine Drogenepidemie. Schwestern und Brüder, das ist nichts anderes als die Dummheit des US-Präsidenten, der hart arbeitende Arbeiter und Angestellte der Bundesbehörden als Pfand missbraucht. 420.000 Bundesbedienstete müssen ohne Bezahlung weiterarbeiten. 380.000 weitere sind im Zwangsurlaub. Trump verlangt im US-Haushalt 5,7 Milliarden Dollar für den Bau einer Grenzmauer. Die Demokraten sind strikt dagegen. Trotz der verhärteten Fronten will Trump vorerst nicht zum Äußersten greifen. Die einfachste Lösung wäre für mich, den nationalen Notstand zu verhängen. Ich könnte das sehr schnell tun und hätte absolut das Recht dazu. Aber so schnell werde ich das nicht tun, denn es ist die Aufgabe des Kongresses. Anzeichen für einen möglichen Kompromiss gibt es nicht. Ein Ende der Haushaltssperre ist nicht in Sicht.